Leo! Leo, bist du da? Leo! Wie zur Hölle kommst du hier rein? Hau ab und ich schieß dir ein zweites Loch in den Arsch. Leo, lass das! Ich bin's, Vito! Vito? Verdammt, was machst du hier? Du hättest vorher anrufen sollen. Leo, wir haben keine Zeit. Sie wollen dich aus dem Weg räumen. Du musst weg hier. Was? Komm rauf, Vito. Hier kriege ich kalte Füße. Willst du was trinken? Ob ich einen Drink will? Sag mal, hast du sie noch alle? Okay, was ist los? Hör zu, Falcone will dich ausknipsen. Die Jungs sind gleich hier. Du musst abhauen. Was? Warum denn das? Falcone hat gehört, dass Vinci gegen ihn vorgehen will, weil Clementi gelogen und behauptet hat, er sei im Drogengeschäft. Gelogen? Vito, Carlo Falcone ist im Drogengeschäft, jeder weiß das. Clementi wollte da unbedingt mitmischen, darum hat Falcone ihn beseitigt. Jetzt will er uns auch loswerden, bevor wir was gegen ihn unternehmen. Woher weißt du das? Ich habe meine Quellen. Wieso bist du nochmal hergekommen? Wieso? Sag mal, wirst du jetzt senil? Sie wollen dich loswerden! Dort, hör auf zu quatschen, zieh dich an und lass uns abhauen! Wieso schalten wir nicht einfach die Killer aus, die Carlo mir schickt? Wir sind doch im Vorteil. Sie denken, wir sind ahnungslos. Das ist unmöglich. Ich kenne den Typen. Ich habe ihm den Job verschafft. Was? Du heuerst einen Freund dafür an? Nein, nicht direkt. Ich habe keine Zeit, es dir zu erklären. Er wird gleich hier sein. Gut, warte hier. Ich ziehe mich an. Verdammt, so spät. Sie sind da. Oh, scheiße. Henry darf mich hier nicht sehen. Wir müssen uns verstecken. Schnell. Jetzt komm mal mit, Leo. Lass dich nicht von Henry erwischen. Keine Ahnung, ob das hier eine gute Idee ist. Vielleicht passen wir hier rein. Bist du irre? Im Kleiderschrank. Ich komm mit dir da rein? Ich bin keine Schwuchtel. Ich sperre mich nicht mit einem anderen Kerl in den Schrank rein. Mit dir, Leo, los jetzt! Ach, schön. Hey, geh mir von der Pelle. Rück mal ein Stück. Nein, rück doch zu. Schnauze. Hey, hoffentlich ist das deine Knarre. Ins Maul. Oh nein. Oh. Was soll denn das? Hey, Henry. Vito. Ist das dein Freund? Nein, der will nur sein Jackett aufhängen. Okay, los, raus mit euch. Ah, verdammt. Sonst kommt ihr da drin noch auf dumme Gedanken. Ah, shit. Das habe ich aber so auch noch nicht gemacht, ehrlich gesagt. Hinsetzen. Was läuft hier, verdammt? Hör zu, Henry. Leo ist ein Freund von mir, okay? Er hat mir im Gefängnis praktisch das Leben gerettet. Ohne ihn wäre ich nicht in der Familie. Ich wusste nicht, dass Eddie ihn loswerden will. Ich musste ihn warnen. Das musst du verstehen. Ja, aber du musst verstehen, dass ich mir keine Fehler leisten kann. Wenn ich Leo laufen lasse, denkt Falcone, ich habe ihn absichtlich beschissen und verdammt, leg mich... Henry, ich bin dein Freund. Ich würde dasselbe für dich tun. Das hat nichts mit Freundschaft zu tun, Vito. Hier geht's ums Geschäft. Und wenn ich versage, bin ich fällig. Ich kann ihn nicht gehen lassen. Ich habe einen Job angenommen und muss ihn zu Ende bringen. Wenn du nicht zusehen willst, kannst du gehen. Keiner erfährt, dass du hier warst. Also keine Sorge. Hör zu. Leo hat mir erzählt, dass das alles nur wegen Falcones Drogengeschäften passiert. Er verstößt gegen die Regeln und will alle Mitwisser beseitigen. Na und? Die einzigen Menschen, die diese Regeln nicht brechen, sind Frank Vinci und Leo. Und die haben mich nicht auf ihrer Lohnliste. Vito, vielen Dank für alles. Aber geh jetzt besser. Ich hatte ein langes, gutes Leben. Riskiere nicht Kopf und Kragen, nur um meinem alten Mann noch ein paar Jährchen zu verschaffen. Nein, Leo, es muss einen Ausweg geben. Vito, geh. Sorry, Vito. Keiner erfährt, dass du hier warst. Pass auf, dass du nicht gesehen wirst. Oh Mann. Kennt ihr den Fahrstuhleffekt? Du schuldest mir einen Gefallen, Kumpel. Was? Na, Kleiner? Leo? Willst du einen Drink? Was ist passiert? Dein Freund und ich haben uns geeinigt. Ich werde abtauchen. Mich hält nichts mehr in dieser Stadt, seit meine Frau gestorben ist. Ich wollte mich ohnehin in der wärmeren Gegend niederlassen. Oh mein Gott. Tja. Ach, schön. Hauen wir ab, bevor dein Freund es sich noch anders überlegt. Ja, das auf jeden Fall. So, wo kommen wir denn raus? Ach, da. Oh Mann, ey. Schön, dass das... Oh.
Schön, dass das doch noch geklappt hat, irgendwie. Eieiei. Ich glaube, es macht keinen Sinn, mit dem Cabrio zu fahren, oder? Man wird da gesehen. Wir nehmen den hier. Ich würde gerne das Cabrio nehmen, weil es einfach geiler ist. Aber... Okay, Vito. Würdest du mich jetzt zum Bahnhof bringen? Diese Stadt war immer gut zu mir, aber jetzt heißt es Abschied nehmen. Willst du etwa im Schlafanzug los? Worauf du einen lassen kannst. Ich bin lieber lebendig im Pyjama, als tot im Smoking. Wirst du Frank erzählen, was passiert ist? Aber natürlich, keine Sorge. Ich werde deinen Namen nicht erwähnen. Du hast schon genug Sorgen. Danke, Leo. Die ganze Sache ist urplötzlich kompliziert geworden. Verstehst du? Natürlich, Victor. Was hast du erwartet? Du fährst den Eid, ziehst deinen schicken Anzug an und dann ist alles eine große Party? Carlo war schon immer ein verlogener Hurensohn. Sogar für jemanden aus der Branche. Ich habe Frank schon vor Jahren vor ihm gewarnt. Und was machst du jetzt? Ich verschwinde und lasse den Dingen ihren Lauf. Ich nehme den ersten Zug nach Last Haven. Ich rufe ein paar Leute an und kläre meine Angelegenheiten. Dann fahre ich zum Flughafen und fliege irgendwo hin, wo es warm ist. Morgen um diese Zeit liege ich irgendwo am Strand und trinke einen von diesen Fruchtdrinks mit einem Schirmchen drin. Eins ist klar, wenn Carlo mich tot sehen will, dann sollte ich nicht hierbleiben. Das wäre eine Einbahnstraße ins Leichenschauhaus. Ist das nicht übertrieben? Nein, ich wollte mich sowieso zur Ruhe setzen. Und in meinem Alter bist du erscheinen all diese Auseinandersetzungen irgendwann sinnlos. Frank wird sich nie ändern. Er ist ein Streithammel. Heutzutage hört er nur noch auf die jungen Hitzköpfe, wenn sie ihm sagen, was er hören will. Wenn er hinter Carlo her ist, kann er das auch ohne mich. Es tut mir leid, dass ich dich in diesen Schlamassel mit hineingezogen habe. Hab's mir selbst ausgesucht. Du hast das alles nur ein wenig beschleunigt. Abgesehen davon, was hätte ich tun sollen? Etwa im Hafen schuften, wie mein alter Herr? Hey, bei mir läufst du offene Türen ein. Und was hast du für Pläne, Vito? Sieht so aus, als ob du jetzt bis zum Hals in Schwierigkeiten steckst. Ich hab keine. Ich will mir einfach nur eine goldene Nase verdienen, ohne dabei eine Kugel in den Kopf zu bekommen. Sehr originell. Leichter gesagt als getan, das kannst du mir glauben. So, ich wollte okay, das Gespräch... Hier ist es. Danke für alles, Vito. Versprich mir einfach, dass du nie wieder etwas so Dummes machst wie heute. Deinen Hals zu riskieren, nur damit ein alter Mann noch ein paar Jahre mehr hat. Versprochen, das nächste Mal sehe ich zu, wie sie dich abknallen. Hab noch ein schönes Leben, alter Mann. Ja, alles gut. So. Das ist ja noch mehr oder weniger gut ausgegangen, sag ich mal. Wir erinnern uns gerne zurück aus Mafia 1, wie das auch ausgehen kann. Ist es rausgekommen hinterher und so weiter und so fort. Und ja, dass das alles jetzt in einem anderen Licht ist, wo wir wissen, dass unser Boss, für den wir arbeiten, uns selber anlügt, ist natürlich auch nicht so schön. Das ist ja das, was jetzt, ich glaube, was der Vito meinte mit, es ist kompliziert geworden. Wir müssen echt mal gucken. Wir müssen echt mal gucken, dass oder was jetzt passiert, was als nächstes passiert. Joe davon erzählen, mal gucken, was er sagt. Und ja. Naja, oh Mann, ey. Vorerst ist jedenfalls alles gut und Leo fährt jetzt nach Lost Haven. Kennt das jemand von euch? Ich bin mir ziemlich sicher, dass der ein oder andere das von euch kennt. Nicht wahr, Simon? So, wir fahren geschmeidig wahrscheinlich nach Hause. Ja, wir fahren nach Hause. Und nehmen uns einen Feierabenddrink. So. Hier stehen lassen, sieht immer schick aus, so ein Sneakerwagen. Wir können auch ruhig ein bisschen schneller laufen. Zu Hause ist ja okay. So. Franny, was machst du denn hier? Vito, was soll ich nur tun? Ich kann nicht nach Hause. Ich will ihn nie wiedersehen. Was ist passiert? Wen denn? Eric. Dein Mann? Wieso? Er trinkt, feiert dauernd wilde Partys und er... Schlägt er dich? Nein, aber er hat eine andere irgendwo, ich weiß es. Ob er dich schlägt? Manchmal. Diesen Dreckskerl poliere ich die Fresse. Nein, Vito, bitte tu ihm nichts. Ich dachte, du könntest mit ihm reden. Auf dich wird er hören. Wo ist er? Ich weiß nicht. Er hat einen Freund in der River Street. Okay, normalerweise okay. Ist er alles dort. Alles wird gut. Hör mir zu. Wenn es dir besser geht, gehst du nach Hause. Ich rede mit Eric. Wenn er sich nicht heute noch bei dir entschuldigt, ruf mich an. Aber der kommt.
gut, Vito, aber bitte tu ihm nichts, bitte. Keine Sorge, ich pack ihn schon nicht so hart an. Ah, nur Ärger. So, da ist ein Cabrio, aber es regnet, da wäre ein Cabrio doof. Deswegen nehmen wir hier unseren Schniekenwagen, den haben wir ja gerade so schön abgestellt. Ist eigentlich auch ein Cabrio, nur mit Verdeck. So. Dann wird's Zeit, dass wir unserem Schwager mal einen Besuch abstatten. Besuch abstatten. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Oh mein Gott, ich bin so. Okay. Naja, auf jeden Fall. Zum Glück sagt die Polizei hier nichts wegen roten Ampeln. Das nimmt einen schon viel. Da soll er natürlich. Alter, betrügen ist eine Sache, die geht einfach überhaupt nicht in meinen Augen. Also es war ja mal eine lange, lange Zeit so, dass zum Beispiel Männer Frauen betrügen durften. Da hat man dann immer großzügig drüber weggesehen, aber die Frauen, die dann ihre Männer betrogen haben, die wurden dann immer regelrecht halt ausgestoßen und sowas gesellschaftlich. Das war mal ein großes Problem. Gibt's auch ein Buch und einen Film dazu, Eyes Wide Shut. Sehr, sehr interessant. Wer sich mit der Thematik mal auseinandersetzen möchte, kann sich das gerne mal ansehen. So, oder lesen oder wie auch immer. Auf jeden Fall tut das niemand unserer Schwester an. Wir haben lange kein Heftchen mehr gefunden. Wir gucken uns aber auch gerade nicht wirklich danach um. Ich bin mir ziemlich sicher, bei Leo war auch irgendwo was versteckt. Wir halten einfach hier mal die Augen offen. Hier sieht es auf jeden Fall mal nach einer guten Feierei aus. Wir gehen einfach mal weiter hoch. Einfach nur wegen dem Heftchen. Hier ist aber nichts. So, Leute, kann ich die ansprechen? Nein, okay. So. God bless America. Hier, mal sehen. Wo ist Eric? Willst du dich mit mir anlegen? Naja, eher nicht so. Ja, ihr macht hier schön Party. Kann ich die Jukebox ändern? Nein. Okay. So, Freunde, was geht denn hier so? Wo ist Eric? Bist du blind? Er befummelt die Kleine beim Kühlschrank. Okay, das hättest du so nicht sagen sollen, Junge. Ich habe echt gedacht, wir finden hier ein Playboy-Heftchen. Alter. Eric. Scheiße, was hast du hier verloren? Ich hab zu tun, klar? Aua. Kümmere dich lieber um deine Frau, du Arschloch. Ich zeig's dir, du schlägst keine Frau. So, Junge. Schluss mit Party. Kann ich dir nicht irgendwie den Kühlschrank ins Gesicht hauen? Ah, flink ist er auch noch. Da! Einfach mal eine Prise davon, okay? So, mein Freund. So, das war's mit dir. Das war nur eine gut gemeinte Warnung. Wenn du meine Schwester nochmal schlägst, bring ich dich um. Verstanden? Ja. Ab sofort bleibst du zu Hause. Kein Dope mehr. Du hörst auf zu saufen und sorgst dafür, dass sie glücklich ist. Denn wenn ich je erfahre, dass sie es nicht ist, dann finde ich dich. Und dann kannst du dein Testament machen. Ist das klar? Ja. Okay, Herrschaften, die Party ist vorbei. Und dein Schwager braucht ihr in Zukunft erst gar nicht mehr einzuladen. Außer ihr wollt, dass ich wiederkomme und dasselbe mit euch mache, klar? So, damit wäre die Situation ja vorerst geregelt. Zwar nicht auf die gute, nicht auf die feine englische, aber naja, vielleicht hat er mal so eine Abreibung verdient. Auf der anderen Seite, sie hat ja gar nicht gesagt, dass er sie schlägt. Und wir gehen davon halt aus. Naja, Hauptsache er behandelt sie jetzt besser. Das, wäre gut. Denn sonst müssen wir wiederkommen. So ist das eben in einer Familie, da hält man zusammen. Ob das jetzt überzogen ist oder nicht, die Reaktion. Ne, aber auf der anderen Seite, hätte man jetzt normal versucht, mit ihm zu reden,
Hätte das funktioniert? Ich gehe stark aus, nein. Also so wie der da an der alten rumgeschraubt hat, der hat sie nicht mal versucht zu verstecken. Also der hat sich quasi regelrecht über unsere Schwester halt lustig gemacht. Weil in dem Moment stellst du die Person, die du betrügst, einfach nur bloß. Du stellst sie bloß, du erniedrigst sie aufs Übelste und das geht einfach überhaupt nicht. Naja. Mal sehen. Mal sehen. Da sind wir wieder zu Hause. Und jetzt vielleicht endlich schlafen gehen. Das Telefon klingelt. Ja, hallo? Vito, hier ist Francesca. Eric ist heimgekommen, grün und blau geschlagen. Du wolltest ihm doch nichts tun. Vielleicht hat er eine Prügelei. Er treibt sich auch mit schrägen Typen rum. Er hat sich für alles entschuldigt, Vito. Er hat versprochen, mich gut zu behandeln. Jetzt ist alles wieder gut. Also lässt du ihn in Ruhe, ja? Na klar, sicher. Aber falls er dich nochmal anrührt, ist er tot. Wenn du dich hören könntest, Vito. Ich kenne dich gar nicht mehr. Hör zu. Lass uns einfach in Frieden, ja? Lass dich nicht mehr blicken. Hashtag Dankbarkeit. Naja, aber verübeln kann man es eh nicht. Wir sind in einem Gewerbe, das halt krass ist. Da braucht man halt überhaupt nicht drüber reden. Aber wir haben ihr geholfen. Naja, was sollen wir jetzt tun? Geh nach Hause. Wir sind zu Hause. Wahrscheinlich sollen wir einfach schlafen gehen. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach schlafen und sehen uns dann in der nächsten Aufnahme. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei seid. Und danke für eure Kommentare und alles weitere. Voll schön. Und ja, auf jeden Fall, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme, in der nächsten Folge. Bis dahin, immer an die Familie denken. Tschüss. Was? Was? Fackel die Bude ab! Mach schon! Oh, Leute! Oh, fuck. Fuck. Ah, shit. Ah. Hier, Fenster. Raus. Ah, shit. Oh, je. Ja. Oh, fuck. Ich hab doch schon abmoderiert. Normalerweise moderiere ich nie ab. Mach einfach so einen Folgencut. Diesmal dachte ich mir, ja, geile Idee. Moderierst du mal ab? Ah, shit. Ah, diesmal dachte ich echt, moderierst du mal ab, weißt du? Ah, verdammt. Naja, egal. Dann haben wir noch ein bisschen länger Spaß miteinander. Da kommen sie wieder. Und zünden unser Haus die Bude an. Ab! Ja. Mach schon! Ah! Oh je. Mein Haus! Ja, diesmal Scheiße. Gehen wir mit mehr Leben raus. Oh shit, da ist unser ganzes Geld gerade flöten gegangen. Oh, fuck. Naja. So, und du, Alter. So. Danke dafür. Ach, Fahrt, Alter. Das ging gerade smoother. Naja, wir kriegen das schon hin. Oh, shit. Das kann doch nicht angehen. Kann man das nicht... Ja, überspringen. Mein Haus! Scheiße! Na, da geht gerade wieder das ganze Geld flöten. Okay, also da rumlaufen, den umboxen, dass wir da die Knarre kriegen, ist auf jeden Fall schon mal die richtige Variante, glaube ich. So. Aufs Maul, Junge. So, leg dich mal schlafen. Wo ist die Knarre hin? Da.